Hallo Freunde, willkommen zu einem Unboxing. Heute habe ich das Spiel Child of Light für die PlayStation Vita zum Unboxen. Ja, ich freue mich auf dieses Spiel, weil es ist ein sehr schönes Spiel und das Ganze kommt von Ubisoft. Es gibt davon diverse Versionen für andere Konsolen und auch für den PC. Aber die PlayStation Vita ist die einzigste Version, die einen Datenträger hat. Und kein Download-Code, ja. Beim PC und PS3 und PS4 hat man halt ein, ja, man hat zwar hat Verpackung, aber es ist kein Datenträger enthalten, nur ein Download-Code, den man dann benutzen muss, um das Spiel zu zocken. Da hilft auch nicht die schönste Deluxe Edition, die man da hat, mit einem Anhänger, glaube ich, dabei und einem Artbook und einem Poster. Ja, und die Xbox 360 und die Xbox One Fassung, die gibt es nur digital, soweit ich das gesehen habe. Ja, deshalb bin ich sehr stolz, dass die PS Vita eine richtige Fassung bekommen hat und ich als Nicht-Rollenspieler habe sogar dieses Spiel geholt, ja. Also immer schön mit diesen, immer schön Retail rausbringen, Box rausbringen, dann steigt die Chance, dass ich das Spiel auch für die PS Vita hole. Jetzt nur digital. Naja, ich meine, es hat seine Vorteile sicher. Man kann es downloaden. Man hat keine Hüllen, die dann Platz einnehmen im Schrank oder so. Aber ich habe es lieber wirklich so als Boxversion. Etwas in der Hand. Ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Und als Sammler natürlich ist das besser. Ja. Das ist Child of Light und das ist die Complete Edition. Enthält 7 Inhalte zum Herunterladen. Und zwar haben wir hier Golem-Aufgabe, Dunkelpaket, Lichtpaket plus 4 Pakete, Okul und Sternstaub. Ja, also die ganzen DLCs, die muss man, glaube ich, herunterladen. Ich denke, da ist ein Code dabei. Gut, bei DLCs sage ich, okay. Ja, macht man schon, aber das Hauptspiel sollte schon wirklich auf einer CD, auf einer Karte oder sowas sein. Ja, ja, das Ganze basiert auf einer Engine von Ubisoft, die auch Rayman Legends und sowas gemacht hat. Daher sieht es auch wunderschön aus, wie ein Bilderbuch. Hüte dich vor der Nacht, begib dich auf eine fantastische Reise. Besiege die dunkle Königin und rette das Königreich Lemuria. Besiege deine Gegner im klassischen rundenbasierten Kämpfen mit mächtigen Angriffen und Zaubern. Auf dein Abenteuer triffst du viele neue Freunde, hilf ihnen und sie schließen sich deiner Gruppe an. Spiele alleine oder mit einem Freund in der Rolle des Igniculus. Ja, das Ganze hört sich so ein bisschen an wie Pokémon. Halt rundenbasierte Kämpfe und dass sie sich anschließen und so weiter. Ja, also es ist kein reines Rollenspiel, sonst würde ich ein bisschen Abstand davon nehmen, weil ich bin nicht so der Rollenspieltyp und das ist ja halt, man hat hier auch so Jump'n'Run oder so, glaube ich, ja, so Adventure-mäßig, man muss Rätsel lösen und das gefällt mir auch sehr gut und gemischt halt mit Rollenspielelementen und rundenbasierten Kämpfen. Das hört sich sehr interessant an. So, hier haben wir nochmal die Beschreibung der DLCs, die zusätzlichen Inhalte mit Bildern dazu. Und das Ganze kann man ein Spieler zocken. Mindestens 2000 noch was KB Speicherplatz braucht auf der Karte. Touchscreen, Rückseiten, Touchpad werden unterstützt plus Dual Analog Sticks. Ja. Spiel und Handbuch auf Deutsch. Schön. Gut, dann packen wir es mal aus. Ja, ich hätte auch hier diesen Streifen nehmen können. Also. Und das Spiel bekommt ja auch sehr gute Bewertungen. Und ich als Vita-Zocker natürlich musste das mir holen. Na? So, jetzt habe ich dich.
So, das Cover sieht doch wirklich wunderschön aus. Das USK-Logo ist ein bisschen groß. Ja, ich glaube, Wendecover gibt es hier nicht. Naja, schauen wir rein. Ich schaue mal kurz da rein, wo die Codes sind. Die muss ich ja nicht unbedingt zeigen. So, kleinen Moment. So, Freunde. So, schauen wir uns erstmal das. Also ist es wirklich eine Karte drin? Child of Light Complete Edition mit dieser Karte. Und es hat sogar ein Booklet, was auch toll ist. Denn normalerweise haben Vita-Spiele gar nicht oder vielleicht nur ein Blättchen dabei. Und das hat hier jetzt wirklich ein paar Seiten. Aber auf jeden Fall ein Booklet. Das ist sehr schön. Die Steuerung wird erklärt. Gut, das Handbuch, das ist dann halt auf der Karte drauf. Jo, ja. Da ist jetzt nichts Großartiges, aber ein sehr schönes Bild. So, und dann kommen natürlich die. Dann haben wir hier die Codes drin. Das Golem Pack, Dark Aurora Pack und Light Aurora Pack. Und dann diese Bonus Digital Content mit Rough Occulti Pack, Tumbled Occulti Pack, Faced Occulti Pack und Stardust Pack. Das sind so bunte Steine. Ich denke mal, die haben eine Bedeutung im Spiel, sicher. Damit man, glaube ich, stärker wird. Ja. Freunde, das soll es gewesen sein. Mal schauen, wie das Spiel mir gefällt. Aber ich denke schon, ja, das sieht doch alles doch sehr schön aus. Und mal schauen, wenn es mir sehr gut gefällt, werde ich dazu auch ein Gameplay-Video machen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen von Child of Light für die PS Vita. Ich sage bis demnächst. Bye bye.